Herzlich willkommen zu Save the Bob. Heute müssen wir Bob vor den bösen Polizisten befreien. Und die Frage ist, was sollen wir jetzt tun, Leute? Ich würde mal sagen, wir springen mal ganz schnell aus dem Fenster, oder was? Raus da! Und der Typ hat mich auf jeden Fall schon direkt am Schlawittchen und weiß genau, wir sind auf der Flucht. Leute, lasst ein Like, wenn ihr sowas feiert. Und hier sind wir aus dem Fenster rausgesprungen. Was machen wir jetzt? Wenn der Polizist uns verfolgt, könnten wir über den Zaun springen. Wir sind dann schnell weg. Wir könnten aber auch eine Banane legen, dann rutscht er aus. Machen wir. Wir legen mal eine Banane hin und er ist über den Zaun geflogen. Sehr gut. Was machen wir als nächstes? Wir können uns Gummistiefel anziehen. Dann hätten nur wir den Vorteil, übers Wasser zu laufen. Wenn wir ein Brett drauflegen, wäre der Polizist genauso schnell wie wir. Deswegen lieber mit Gummistiefeln. Okay, dann nochmal von vorne. Also, Bananenschale, Polizist, kriegt die ins Gesicht. Dann Brett drüberlegen, damit wir nicht in diese mega 1000 Meter tiefe Pfütze fliegen. Und was haben wir hier zu erledigen? Oh nein, Hund. Was sollen wir machen? Stöckchen oder Knochen? Stöckchen wäre wahrscheinlich blöd. Wir nehmen mal den Knochen. Hier, mein Lieber. Okay, da sind wir wieder beim Hund. Und wir werden dieses Mal Stöckchen werfen. Und der ist weg. Das heißt, wir sind jetzt Stage 3. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir gehen mal weiter. Wir haben das Level ganz locker bestanden. Hier ist jetzt irgendwie ein Haus. Gehen wir mit einer Leiter oben an die ans Fenster. Könnte es sein, dass jemand die Tür aufmacht und uns runtercrasht. Deswegen gehen wir mal direkt lieber durch die Tür. Das war die richtige Entscheidung. Und ich würde sagen, wir gehen durch den Metalldetektor. Wir gehen das Licht ausmachen. Yes, wir sind drüber. First try, Leute. Auf entspannt. Weiter geht's. Okay, wir sind jetzt hier beim Sehtest und ja, also wie machen wir es? Ich glaube, wir sollten mal lieber durchs Gerät gucken. Was passiert dann? Okay, dann machen wir mal ganz entspannt den Sehtest. Wir setzen uns mal hin und erzählen ihr mal, was hier so läuft. Und das kann ich auch noch erkennen. Ganz unten konnte ich jetzt nicht mehr erkennen. Jetzt müssen wir einmal zum Röntgen. Mit dem Hammer arbeiten ganz schlecht. Wir sollten lieber das Doktor-Tool nehmen. Ja, sonst mit dem Hammer hätte er uns auf jeden Fall weggemacht. Und jetzt sind wir beim Arzt. Der hier mit einer Klammer ankommen könnte. Ist das der Zahnarzt? Ja, dann machen wir mal lieber das hier. Besser ist das. Gucken wir mal lieber nur in den Mund rein und machen mal keine Klammer jetzt. Sehr gut. Wir dürfen weitergehen, Leute. Wir haben uns untersuchen lassen und das passt. Finde ich gut. Das Game gefällt mir irgendwie. Weiter geht's. Wir sind Level 5 und da ist der Polizist. Okay, gehen wir durch die Tür? Nein, wir gehen die Leiter hoch. Lass uns nach oben klettern. Vorsichtig. Er darf uns nicht sehen, Leute. Okay, wir sind oben. Was passiert jetzt? Wir können hier runterklettern und er hat uns nicht gesehen. Was machen wir als nächstes? Schlüssel ausprobieren oder Dietrich? Ich würde sagen, wir gehen mit dem Schraubenzieher ran. Ja, wir haben die Tür eingetreten. Jetzt ist die Frage, Hände weg oder Banane? Wir machen das hier. Nein! Oh Gott! Die kloppen sich. Alter, war das gefährlich, Leute. Ich habe die Banane mitgenommen und wir sind raus. 3 Sterne. Oh, das war eine schwere Entscheidung. Jetzt sind wir wieder bei uns zu Hause. Der Polizist und der Affe haben sich übelst hart geprügelt. Wir können jetzt entscheiden, was wir um... Naja, ich würde sagen, es ist fast 8 Uhr morgens. Machen. Wir schlafen weiter, oder? Nein, machen wir unser Bett vor... Wir machen das Bett vorsichtig. Das war die richtige Entscheidung. Jetzt ziehen wir unsere Uniform an. Sonst kriegen wir übel Stress. Ja. Nein. Ich bin dead, weil ich Liegestütze machen musste in meiner dicken Uniform. Ja, wer soll das denn wissen? Okay, also nochmal. Bett vernünftig machen. Sarge kommt hier rein und sagt... Yo, Liegestütze, aber mal ganz schnell. Ich ziehe mir erstmal nur die Hose an. Und ich bin, wie alle anderen, auch hier. Die Frage ist, was wir jetzt machen sollen. Wir könnten Gewichte stemmen oder Musik spielen. Wir werden Gewichte stemmen. Bisschen trainieren ist wichtig. Ah, wir müssen da nämlich in einer Reihe und einem Glied stecken. Nein, warum haben wir denn da aufs Maul bekommen? Hä? Okay, dann spiele ich mal die Musik. Wir sind jetzt eine Band und... Hä, was ist das denn? Er kommt rein und sagt... Hä? Er muss jetzt mitspielen. Nice. Reicht. Weiter. Jetzt sind wir draußen
auf dem Platz hier irgendwie Militärschule und die Frage ist, was wir jetzt machen. Ich würde sagen, wir gehen mal übers Gitter rüber oder unterm Gitter durch. Oh nein, das Gitter ist zusammengebrochen. Wow! Wow! Also mal ehrlich jetzt. Dann springen wir da eben rüber, kein Problem. Was sollen wir hier machen? Ich würde sagen, wir nehmen die Reifen. Da werden wir... Oh nein, er ist ausgerutscht. Also der Typ, ne? Das ist der dümmste aller Zeiten. Einmal mit dem Stab rüber. Dann einmal oben durchlaufen. Auf entspannt. Und was haben wir hier? Oh, wir müssen mit dem Trampolin auf jeden Fall darüber springen, weil wir hier nämlich den Ball hatten. Perfekt. Das passt. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wir haben hier ein übelst dreckiges Waschbecken. Das ist kaputt gegangen. Oh, was machen wir da jetzt? Der Sarge wird gleich richtig sauer, Leute. Ich mach mal lieber den. Ich muss das Ding ja irgendwie reparieren. Ist da eigentlich gerade ein Monster rausgekommen? Dann werden wir das Ding jetzt hier mal, glaube ich, mit Seife wieder ein bisschen sauber machen. Wir haben ja auch noch irgendwie so Knöpfe und sowas. Wir machen mal die Seife rüber und waschen mal alles hier. Oh Gott. Jetzt ist das Licht ausgegangen. Ich könnte die Glühbirne wechseln, muss aber, glaube ich, eher an den Schaltkasten. Ich muss jetzt hier laufen, damit hier wieder Strom an ist. Handy? Handy oder Knopf? Wir gehen an den Knopf. Jeder hätte diesen Knopf genommen. Und er ist mit der Rakete direkt nach oben gefahren. Das war so cool, Leute. Okay, nächstes Level. Wir sind jetzt wieder zurück bei uns im Zimmer und da ist eine Biene drin. Ah, sowas hatte ich auch schon mal, als ich aufgewacht bin, Leute. Es sieht eher aus wie eine Fliege. Was machen wir mit der Fliege? Fliegenklatsche würde die Lampe uns auf dem Ding hauen. Also fallen, ne? Deswegen nehmen wir mal lieber den Schuh. Er hat sie nicht... getroffen? Doch. Bam. Weggehauen mit dem Schuh. Da ist der Sarge wieder. Und der fragt jetzt, was wir machen sollen. Wir werden das Bild jetzt einmal verrücken. Wir gehen dahin und sagen, Sarge, das Bild. Oh nein, es ist runtergefallen. Und oh, das war nicht so eine gute Idee. Okay, dann gehen wir einfach mal an dem Sarge vorbei. Bis dann, mein Freund. Und der hat das Bild jetzt selber kaputt gemacht. Und dadurch hat der nämlich jetzt das Problem, Leute. Nehmen wir die Treppe oder den Fahrstuhl? Nehmt niemals den Fahrstuhl. Das ist nie gut. Wir nehmen die Treppe ab nach oben. Und es sieht gut aus. Weiß nicht, was mit dem Fahrstuhl passiert wäre, ne? Aber weiter geht's. So, wir haben wieder diese beiden Waschbecken. Und ich würde sagen, wir nehmen dieses Mal wieder das Dreckige. Wir gucken mal, was passiert. Okay, das war anscheinend die richtige Entscheidung. Gehen wir jetzt nach ganz vorne oder was ist das hier? Ich würde mal einfach sagen, wir nehmen das. Tablett. Ja. Oh, eine Bananenschale. Entweder laufen wir da jetzt hin und kippen das alles aus. In sein Gesicht rein, Leute. Safe! Oh, nö, Mann, das kann doch nicht sein! In diesem Fall sollten wir einfach über die Bananenschale rüberhüpfen. Perfekt. Und damit haben wir das Level geschafft. Weiter geht's. Wir sind schon Level 11. Jetzt müssen wir halt überlegen, was machen wir mit der Pistole? Eigentlich, Leute, sollte man eine Pistole niemals so halten, weil die fällt dann aus der Hand. Das hier ist der richtige Griff, habe ich bei der Polizei damals gelernt. So ähnlich ungefähr. Und dadurch schießen wir halt genauer natürlich auch, ne? So, jetzt die Frage, was machen wir mit dem? Also Raketenwerfer ist zu doll, wir nehmen die Minigun. Das Ding ist umgehauen. Perfekt, Militärausbildung läuft. Und in diesem Fall sollten wir den Funker rufen. Mach die Mauer kaputt. Jawohl. Die Granate wäre nämlich safe zurückgekommen. Wir haben das Ding straight geschafft und 3 Sterne direkt bekommen. Oh, Level 12, Leute. Eieiei, was machen wir hier? Klingeln wir? Wir klingeln lieber. Weil wir wollen ja nicht einfach reingehen. Machen die Tür auf. Und was ist hier? Entweder nehmen wir den... Wir nehmen mal den guten Rucksack. Aber der gute Rucksack wird safe der falsche sein. Ja, ich gerade weggeflogen. Okay, dann nehmen wir doch den Schmuddelrucksack, Leute. Der sah schon so schmuddelig aus, das musste wahrscheinlich auch einfach so sein. Okay, dann sind wir hier bei dem Doggo und wir haben wieder einen Hund. Was machen wir? Wir machen die Trillerpfeife. Ey, Doggo! Aufstehen! Oh, Doggoline ist hier. Und anscheinend geht der Hund dahinter her. Besser war es, da nicht drüber zu gehen.
Das dürfte für uns 2 Sterne geben. Nee, wir haben nur 1 bekommen, weil... Weil wir da halt geloost haben. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück. Ich will einmal ins Hauptmenü gehen und wir schauen mal, wie viele Levels es gibt. Und Ayos Mios, Leute... Es gibt wirklich sehr, sehr viele Levels, sehe ich gerade. Oha, so viele. Okay, das sind ja wahrscheinlich dann bestimmt 60 Stück oder so. Jetzt sind wir schon im nächsten Level. Wir werden bis Level 15 machen. Meine Karre funktioniert leider nicht. Die Frage ist, was werde ich jetzt tun? Entweder packe ich das so daran oder... Boah, das ist halt... Also es ist eine 50-50-Chance, Leute. Machen wir einfach so. Wir tauschen mal die Kabel. Oh Gott, der Motor ist explodiert. Ja, ich sag ja, ich bin kein Mechaniker, weißt du? Okay, in dem Fall sollten wir vielleicht das Ganze dann eher so verbinden. Genau. Und das Ding dann einfach... Ein zweites Mal? Wie kann man denn so dumm sein? Okay. Ich werde jetzt das andersrum machen. Genau so. Und dadurch springt die Karre wahrscheinlich wieder an. Jetzt hat die aber noch einen Platten, oder was? Och, Leute... Ja, also Sprit fehlt auch noch, Platten auch noch. Was haben die denn mit dem Auto gemacht beim letzten Mal, als sie damit gefahren sind? Ich würde mal sagen, wir machen doch mal lieber Benzin rein, oder? Das macht ja sonst alles gar keinen Sinn. Kommen wir jetzt nicht damit an, dass das Ding explodiert. Okay, Platten haben wir auf jeden Fall auch noch. Das müssen wir jetzt irgendwie noch hinkriegen. Wir pumpen die am besten mit einem Kompressor auf. Besser... Mann! So, dann eher mit der Luftpumpe. Das scheint irgendwie besser zu klappen. Okay, hat das Ding hier aufgepumpt. Das passt. Und dann haben wir das Level auf jeden Fall schon abgeschlossen. Das war richtig random. Also hier habe ich alles mitgenommen, was man auch noch mitnehmen konnte. Bis auf natürlich den Benzinkanister. Wir gehen weiter. Wir sind mit dem Auto unterwegs. Es ist ein Stein im Weg. Wir fährten da über den Stein rüber. Wir könnten jetzt natürlich Fullgas machen. Wenn aber in dem Fall mal eine Granate nehmen und haben vorne einen Platten. Nee, ey. Mann, wer fährt denn über einen Stein mit dem Auto, Leute? Nee. Dann richtig Gas jetzt. Okay. Jetzt haben wir hier eine Karte. Die Frage ist, wo wir langfahren. Wir könnten hier durch den Fluss fahren. Müssten wieder durch den Fluss. Eigentlich macht Blau mehr Sinn. Ja. Sehr gut. Und sind da am Ende angekommen. Jetzt sind wir an einem Fluss wieder. Und in diesem Fall machen wir... Nein, eine Holzbrücke. Die kaputt geht. Okay, dann der Vereisungsstrahl, weil das ja... deutlich besser hält anscheinend mit einem Auto. Und durch. Jetzt kommen wir zum letzten Level. Ich bin sehr gespannt, was nun auf uns wartet. Wir sind immer noch mit dem Auto unterwegs und es steckt im Matsche fest. Und ich würde sagen, in diesem Fall holen wir doch einfach mal den Hund hier, der uns da rauszieht. Auch nicht schlecht. Junge, wie stark ist der Hund eigentlich? Welcher Hund kann denn einen Jeep ziehen, Mann? Yo. Oh nee, ne? Es ist da schon wieder alles RIP. Ich weiß halt nicht, wir könnten... Also der Motor scheint überhitzt zu sein. Wenn ich das Ding jetzt aufmache, das ist eigentlich immer sehr gefährlich. Man soll bei einem Motor, wenn Öl irgendwie Motor erhitzt ist, das Öl nicht aufmachen. Deswegen packen wir da mal lieber Eiswürfel rüber. Dadurch ist der Motor wieder entspannt. Das wäre nämlich wirklich unrealistisch. Jetzt haben wir hier einen Bären. Oh Gott, was machen wir denn mit dem Bären? Fahr einfach drauf! Ich habe das Gefühl, ich kann Bob nicht retten. Okay, Leute, dann vereise ich den Bären einfach. Ist auch in Ordnung. Mach's gut, mein Bester. Tschüss. Es schneit und der Bär ist im Winterschlaf. Hä? Alter, nice. Leute, das war's auf jeden Fall mit How to Save Bob. Falls ihr mehr wollt, lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare. Part 2 würde ich mich sehr freuen. Dickes Küsschen. Denno out.